Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake in den die Albträume eines Autoren. Mal wieder zu Gutachten. Und wir sind hier gerade auf dem Weg zu Barry. Es war der Entführer. Sie Mistkerl! Wo ist meine Frau? Schluss mit dem Blödsinn, Wake. Sie liefern das Manuskript und kriegen dafür Ihre Frau zurück. Ganz einfach. Ich kann nicht. Halt, hören Sie. Ich brauche Zeit, um es abzuschließen. Mir fehlt das Ende. Ich brauche eine Woche. Nicht fertig. Ich brauche eine Woche. 2 Tage. Hier in der Nähe ist das alte Bright Falls Bergwerk. Sie können es nicht verfehlen, Städter. Im Hauptgebäude, um 12 Uhr mittags. Sie geben mir das Manuskript und kriegen Ihre Frau zurück. Wenn nicht, tja, kapiert. Ja, ich verstehe. Also, niemand kann's verstehen. Niemand versteht, dass Autoren Zeit brauchen. Und ich weiß gar nicht, waren wir hier das letzte Mal drin? Nee, hier waren wir nicht drin. Wow, wir können sogar das Licht einschalten. Ein Fortschritt zu dieser anderen Hütte, wo der Fernseher drin stand. Schalten wir mal das Radio ein. Falls es jetzt noch gibt, da. Willkommen zurück, Freunde. Wie versprochen hat es sich unser guter Dr. Nelson gerade hier im Studio bequem gemacht. Doc, wie sehen Ihre Hirschfestpläne aus? Meine Pläne? Bei Ihnen klingt das so organisiert. Das ist so gar nicht meine Art. Ich habe keine bestimmten Pläne. Ich will einfach die Atmosphäre genießen. Für alles andere bin ich doch schon etwas zu klapprig, wissen Sie? Oh, wem sagen Sie das? Kein Sackhüpfen mehr für uns alte Männer, was? Ja, genau, Pat. Aber ich werde mir natürlich die Parade ansehen. Juhu. Und ich bin auch Preisrichter beim Backwettbewerb. Ja, dafür so, braucht Licht man ein ganz anderes Training. Oh ja, das ein bisschen Fresstraining oder was? Aber jetzt erstmal wieder losrennen zu Barry. Weil, unser Alan fängt schon wieder an zu schwächeln, weil er mal wieder nicht so weit rennen kann. Dann gehen wir halt mal ein bisschen, um den alten Mann zu schonen. Nein, vergiss es. Wir sind hier in einem Computerspiel und nicht in einem Wunschkonzert. Wir sind ja zum Glück keine tollen... Barry hatte am Telefon über Vögel gesprochen. Wow. Viele Vögel. Aber wir sind ja nicht im Wunschkonzert, hallo? Wir sind in einem Computerspiel. Oh, Leuchtpistolenmunition. Ich glaube, ich wähle mal besser die Leuchtpistole aus. Mal schauen, hier haben wir nichts zum Lichtmachen drin. Oh. The darkness controls the Taken. Die Dunkelheit kontrolliert die... Ja, the Taken, die Infizierten, die Eingenommenen. Oh, ho, ho, ho. Hier kommt Bewegung rein. Ich bin so froh, dass du da bist. Ein paar sind reingekommen, bevor ich den Kamin dicht machen konnte. Das ist nicht normal. Vögel sind unheimlich. Ja, juhu, lass mich rein, du dummes Arsch. Wow. So, dann laufe ich halt mit Leuchtfackeln rum, leck mich durch. So, jetzt schaue ich mal, wie komme ich hier in dieses vermaledeite Haus rein? Ist hier wenigstens die Tür noch offen? Nein! Oh, mit Whirlpool. Wohin muss ich überhaupt Vögel beseitigen? Achso, sind da vorne noch mehr Vögel, oder wie? Wie soll ich die Vögel beseitigen? Soll ich die erst anleuchten und dann abschießen, oder was? Da sind sie. Ah, die sterben je nachdem. Die sterben immer ein, zwei Vögel. Ach so, der ganze Schwarm oder was? Oh mein Gott, ich dachte, es wären nur diese Vögel da. Ohoho. Sterb doch einfach. Oh,
Wohohohoho. Der Jumbo ist halt vorne. Die Wache tauchen zu Hause ganz schlimm. Alpha, jag sie! Bitte! Ja, lass mich halt rein, du Arsch. Jetzt muss ich hier alles machen ohne dich, oder wie war das? Au! Verzieht euch, ihr Mistviecher! So, jetzt fliegt's mal auf mich zu hier. Wow! Keine Vogelallergie, die mich auch. Doch nicht mit meiner. Doch nicht, wenn ich eine Leuchtfackel habe. Hallo? Vögel seid doch auch dämlich. Was passiert, wenn ich mit. Au. Was passiert, wenn ich eine Leuchtkugel in die Mistvögel reinschieße? Die hätten doch eigentlich jetzt alle sterben müssen. Wow. Das ist so creepy mit den Viechern. Von wo kommen sie? Aber es sind irgendwie zwei Schwärme, glaube ich. Sterb doch einfach, Mann. Immer schön den Schwarm im Auge behalten, sonst könnte es ganz schnell mein Ende sein. Wow! Wow! Von da! Also die Vögel, die sind echt so creepy. Wow. Au! Die dummen Viecher, Mann. Alter. Lass mich doch mal einfach in Ruhe, ey. Und wie soll ich die scheiß Vögel beseitigen, ey? Indem ich einen Leuchtkugel vielleicht nach da oben schieße? Au! Au! Wie kann ich diese Mistviecher beseitigen, ey? Das ist nochmal. Au! Aua! Die Tür aufmachen. Die sind weg. Puh. Hallo? Achso, an der Hintertür. Natürlich Barry mal wieder an der Hintertür. Wehe, Barry ist jetzt auch mutiert, dann bin ich böse. Vermutlich würde er dann zu einem richtigen Overwesen mutieren. Hey Alice. Es tut mir echt leid, dass ich dachte, du wärst durchgeknallt, Mann. Wow. Okay. Ich schickte Barry in die Stadt, um nach einem Mann zu fragen, auf den meine Beschreibung des Entführers passte. Er sollte sich das Archiv der Lokalzeitung ansehen. Vielleicht konnte er was herausfinden. Irgendwas über die verschwundene Insel und die Hütte. Der Mann wollte ein Manuskript. Ich musste eins schreiben, um Alice zurückzubekommen. Ah.
Für mich war das Übernatürliche immer eine Metapher für die menschliche Psyche gewesen. Etwas, das man beim Schreiben einsetzen konnte. Jetzt passierte das alles wirklich und ich brachte nicht ein Wort zu Papier. Die Geschichte ist aus dem Buch geflohen. Barry Wheeler hier. Hier ist Rose. Rose? Ich habe Mr. Wakes Seiten gefunden. Oh, Sie wunderbares, kluges Mädchen. Könnten Sie und Mr. Wakes Sie abholen? Ich wohne in der Wohnwagensiedlung vor der Stadt. Wir sind in etwa einer Stunde da. Bis gleich. Telefonieren dann. Einen schönen Tag noch. Steuer. Kommen Sie bald wieder. Willkommen im Odeon. Gutes Kind. Alter. Diese verrückte Frau. Was ist jetzt mit Alice? Come here. Als ob Alan Wake jetzt fertig ist. Verarsch mich halt. So, Ende Folge 2, okay. Dann gibt's noch ein bisschen was. Ich lasse es jetzt laufen, dann. Weil die Musik ist ganz schön. Und bin mal ruhig. Obwohl, ich denke, da tut sich nicht mehr zu viel, also überspringen wir es vielleicht doch. Bisher bei Alan Wake. Alice war entführt worden. Alan, bitte hilf mir. Alice? Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Ich kann es nur meinem Agenten Barry erzählen. Verdammt, Barry, Sie töten sie! Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Das Lösegeld ist ein Manuskript, das ich angeblich schrieb und das vor meinen Augen wahr wird. Es geschah genauso, wie es auf der Seite stand. So dunkel. Ich habe nur ein paar einzelne Seiten gefunden. Ich will das ganze Manuskript. Die Deadline ist in 2 Tagen. Ich habe Mr. Wakes Seiten gefunden. Gutes Kind. Scheiße. Folge 3. Wie zum Teufel ist sie überhaupt ans Manuskript gekommen? Ich weiß nicht. Sie hat's einfach drauf. Ich sagte ja, du warst zu hart zu ihr. Übrigens, ich bin bei meinen Recherchen auf ein paar unglaublich interessante Sachen gestoßen. Ja? Mr. Wake, hier ist Sheriff Breaker. Bei mir sitzt ein FBI-Agent. Agent Nightingale. FBI? Er möchte Sie gerne sehen. Sie sollten auf die Wache kommen. Okay, bin gleich da, Sheriff. Beeilen wir uns damit ein bisschen, ja? Gut. Also doch, kann diese... ich helfen? Ich bin Randolph, der Verwalter. Wir wollen zu Rose, die Kellnerin aus dem Diner. Rose? Ja, nettes Mädchen. Und wer sind Sie? Ich bin Alan Wake. Der Schriftsteller, was? Ich habe im Radio gehört, dass Sie hier sind. Na, ich zeige Ihnen Ihren Wohnwagen. Rose ist ein nettes Mädchen. Zahlt immer pünktlich die Miete. Wie ich schon sagte, Al, ich habe ziemlich viel merkwürdiges Zeug im Archiv der Lokalzeitung gefunden. Dieser Ort ist verrückt. Verschwundene Leute, mysteriöse Todesfälle, moderne Legenden, die wahr werden. Ja, also der Typ hat und wohl... Und das meiste davon hat sich in der Gegend vom Cordial Lake abgespielt. Tja, da haben Sie recht, Mister. Die Indianer glaubten, der See wäre ein Tor zur Unterwelt. Ich bin eher der gottesfürchtige Typ. Ich glaube nicht an solche Dinge. Ja, ich glaub okay. Dran. Ja, okay. Es gab da jedenfalls eine Insel, die einem Typen namens Thomas Zane gehörte. In einigen Artikeln stand, er sei ein berühmter Schriftsteller. Ich habe recherchiert, aber nichts gefunden, was er geschrieben hat. Zane war begeisterter Taucher. So begeistert, dass die Insel schließlich Divers Isle genannt wurde. 1970 brach der Vulkan unter dem See aus und Zane ging mit der Insel unter. Ja, verrückt. Super. Morgens war er einfach da, als sei er vom Himmel gefallen. Aber es würde einen Tornado brauchen, um so etwas anzuheben. Verdammtes Glück, dass er keinen Wohnwagen getroffen hat. Kommen Sie, Mister, ich bringe Sie zum Wohnwagen von Rose. Mit viel Schwarz, also viel Dunkelheit. Also, wo ist der Wohnwagen? Humpel mal bitte ein bisschen schneller. Aber der sieht mir eigentlich ganz nett aus. Hoffentlich wird der nicht auch noch von der Dunkelheit übermannt. Das finde ich echt schade. Traurig. Weil, ja, der humpelt so sympathisch. Keine Ahnung. Ich finde ihn irgendwie nett.
Warte, es kommt noch besser. Ein Mädchen aus dem Ort, Barbara Jagger, war nur eine Woche vorher im Cauldron Lake ertrunken. Sie waren ein Paar. Auf jeden Fall. Klar, Jagger ist hier die Gruselgeschichte. Die kratzende Hexe. Sie holt einen in der Dunkelheit. Kindisches Zeug halt. Aber jetzt, komme ich zum Allerbesten. Alle diese Artikel wurden von Cynthia Weaver geschrieben. Ich habe mich umgehört und sie ist diese verrückte alte Obdachlose. Was, die Lampenlady? Ist manchmal ein bisschen verrückt, aber die ist nicht obdachlos oder so. Ja, jedenfalls kannte sie Jagger und Zane, bevor beide umgekommen sind. Danach hatte sie eine Art Kollaps. Ich verstehe zwar nicht, wieso er jetzt zuerst zu den Mülltonnen gelaufen ist, aber okay. Und jetzt wissen wir wenigstens, wer die schwarze Frau ist. Ich vermute es zumindest, dass diese Frau Jagger ist, wie was es auch immer ist. Wie die auch immer heißt, ich hab's schon wieder vergessen. So, Mister, das hier ist der Wohnwagen von Rose. Darf ich fragen, was Sie von ihr wollen? Wir wollen nur mit ihr reden, Kumpel. Hat dich nicht zu interessieren, Kumpel. Sorry, falls hier gerade ein bisschen schlechte Frames sind. Ich hab neben mir noch ein Upload laufen. Okay, Müll. Loch. Willkommen im... Oh, Mr. Wake. Ich bin so froh, dass Sie da sind. Rose, Sie haben ein Manuskript? Oh. Oh ja. Ja? Bitte kommen Sie herein. Oh, ich will nicht in die Dunkelheit. Hey, das ist ja echt gut. Mach die Fenster auf. Rose. Ja? Mein Manuskript. Ich brauche es wirklich. Ich hab verstanden. Ich weiß, was Sie brauchen. Eine Muse, die Sie inspiriert. Arthur Barry. Sie hat überhaupt nichts. Ja, hey, was ist... Oh. Barry! Was? Was? Alter, dumme Kudu. Scheiße. Es ist hinter ihm her, versteckt unter Barbaras Haut. Ich bin zu schwach, es aufzuhalten. Machen Sie das Licht an. Ich habe versprochen, vorbeizukommen. Zu Ihnen und Ihrer Frau. Man muss beenden, was man angefangen hat. Alter. Ich bestehe darauf. Sie müssen das Licht anmachen. Das Licht anmachen. Ah. Zurück an die Arbeit. Was? Alter, was ist das für eine Frau? Und was ist das für ein Zimmer? Und wo bin ich? Und... Mir war übel, wie bei einem Kater. Nur die Wut hielt mich aufrecht. Ich kann Realität und Traum nicht mehr unterscheiden. Aber eine imaginäre Lektorin hilft mir. Eine alte Frau in einem Trauerkleid. Ich nenne sie Barbara Jagger. Sie ist sehr streng. Ich schreibe immer schneller. Mein Manuskript wird stark überarbeitet. Es wird immer extremer, immer weniger von mir und immer mehr von ihr. Ich hasse es, aber ich weiß, sie hat recht. Dumme Kuh, Alter. Lass mich meine Sie Meist. Sagt, dass ich so Alice retten kann. Sie weiß mehr als ich über die Rose komplizierte hatte mir einen Beschwörung, Tag die ich vorhabe. Wir blieben über weniger als 12 Stunden bis zum Treffen. Sie hat so etwas mit einem anderen Auto schon einmal gemacht. Mir unterwegs einen Plan ausdenken. Das Genre der Geschichte scheint sich zu ändern. Sie wird zu einer Horrorstory. Ich bin nah dran. Ich fühle es. Die Frau ist eine dumme Kuh. Die soll mich meine Manuskripte selbst schreiben lassen. Und Barry? Barry war erledigt. Er war zu schwer zum Tragen. Alter Schnarchzapfen. Ja, genau. Ich hätte mehr Geld für dich. Sie ist so verdammt gut. Alter, ich brauch Kaffee. Willkommen im Oh Dear Diner. Was darf ich Ihnen bringen? Kaffee? Irgendwie konnte ich Rose nicht wirklich hassen. Etwas benutzte sie, um mich zu bekommen und hinterließ Spuren. Das erste Nachfüllen ist kostenlos. Milch und Zucker stehen da drüben. Möchten Sie das Tagesangebot hören? Alter. Danke. Einen schönen Tag noch. Kommen Sie bald wieder. Das arme Mädchen. Meine Waffe und meine Taschenlampe waren weg. Ich musste Barry möglichst schnell irgendwie ins Auto kriegen. Die Zeit drängte.
Manuskript. Sag uns, was wir machen. Mr. Randolph mochte Rose, ihr kleines Lächeln, wie süß sie noch war, obwohl das Leben so sehr versucht hatte, sie zu verbittern. Es ging ihn nichts an, was sie in ihrem Wohnwagen trieb, aber diese Fremden, der Schreiber und sein vorlauter Partner, sie sahen nach Ärger aus und waren dort nun schon seit Stunden drin, dabei schlief sie sonst um diese Zeit. Er rief das Büro des Sheriffs an. Hoffentlich hilft uns der Sheriff und verhaftet uns nicht. Und wir müssen ihn irgendwie, also zum Auto gelangen soll ich. Ich dachte, Barry sollen wir mitnehmen. Egal, sprinten wir mal und... Ich war gerade kurz frische Luft schnappen und ich sage euch, das Wetter wird heftig. In Nächten wie dieser bin ich besonders froh, hier im Studio und nicht zu Hause zu sein. Bei einem solchen Wetterumschwung wälze ich mich nur hin und her. Ja, super, freut mich für dich. Das interessiert mich aber nicht. Da hinten ist mein Auto. Und da steht... hoffentlich hilft er uns. Sei nicht fies zu uns. Oh, jetzt haben sie es. Gott weiß, was sie mit dem Mädchen gemacht haben. Hier ist Agent Nightingale, FBI. Hände hoch, Hemingway. Sie sind verhaftet. Eine Bewegung und ich schieße in ihre verdammte Fresse! Bleiben Sie, wo Sie sind, Villain! So. Wow. Heavy. Was zum? Ich stehe hier, Sie gottverdammter Vollidiot! Alter. Und wir sind wieder im Wald. Aber ich durfte das Treffen mit den Entführern nicht verpassen. Geben Sie auf, Mr. Wake. Kommen Sie, machen Sie es uns nicht so schwer. Lass mich in Ruhe. Durchsucht das Gebiet. Raus, raus, raus! Ihr seid gefeuert, wenn euch entkommt. Da ist jemand sauer auf uns. Und auf seine Polizisten. Und ich muss einfach nur weg. Ich muss weg. Das sind die einzigen drei Worte, die mich gerade interessieren. Alan kann mal wieder nicht, diese schlappe Sau, ey. Ja, dann gehen wir halt ein bisschen um dich zu. Warten, komm ich das. Ja, blöde Polizisten, lass mich doch einfach in Ruhe, verdammt mal. Stehen bleiben! Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Dunkelheit dann plötzlich unser Freund. Okay, Leute, haltet die Augen offen! Er wird versuchen, hier durchzukommen! Wow! Alter, lass die scheiß Taschenlampe weg, ey. Verdammt! Wo ist er? Verteilt euch! Die haben Leute... Hey, da drüben ist der! Boom, boom, Stau. Lass mich in Ruhe. Wo ist der? Er fliegt! Ja, Alan, komm wieder zu Atem und dann rennen wir weiter. Haltet die Augen auf! Der Polizei entkommt. Einfach nur ständig den gelben Punkt da oben nach. Oder und dem Weg, den wir hier haben. Und ich habe sehr den Verdacht, dass der uns wieder in die verdammte Dunkelheit führt. Und da hinten ist wieder eine Manuskriptseite von uns. Also er ist weg! Los, Leute! Wir müssen ihn abfangen! Nehmen und mal kurz lesen. Vielleicht verändert die ja plötzlich die Geschichte jetzt. Jahrzehntelang hatte das Dunkel in Gestalt von Barbara Jagger unruhig in seinem dunklen Heim und Gefängnis geschlafen. Es war hungrig und gequält. Es träumte von den glorreichen Nächten, als der Dichter es aus der Tiefe rief und ihm einen kurzen Vorgeschmack auf Macht und Freiheit gab. Die Rockstars hatten es aus dem Schlaf erweckt, in dem es der Dichter letzthin versenkt hatte. Als es den Autoren auf der Fähre spürte, schlug es die Augen auf. Ach so, der hat es selbst zerstört, damit es nicht anderen noch schaden kann. Also hat der Autor doch wieder extra... das versenkt und die Dunkelheit kommt wieder. Wow. Alter, was ist da denn passiert? Ich glaube, die Dunkelheit ist sauer und mag uns helfen irgendwie. Aber ich weiß nicht wie. Und da vorne ist wieder Licht und das heißt ein Kontrollpunkt. Und das im Endeffekt heißt, die Folge ist vorbei. Weil jetzt gerade hat auch mein Wecker geklingelt.
Und dann abonniert mich, liked mich, wenn ihr wollt. Und bis zur nächsten Folge.